Moin Leute und herzlich willkommen jetzt zu einer nächsten Folge von den Slime Rangers bzw. Ranchers. Ich habe mir jetzt für diese Folge was ganz anderes überlegt und zwar möchte ich gerne diese hier loswerden. Und die werden jetzt noch in der Zeit, wo ich weg bin, halt ein bisschen was produzieren, aber danach schmeiße ich sie weg. Und wir werden uns jetzt andere Slimes holen und zwar am besten nur die Honigschleime. Paar Slimes habe ich ja, also wir holen uns jetzt ein paar Honigschleime und setzen die dann da rein und bauen dann noch ein zweites Gehege für eine andere Sorte. Weil die mich hier zu oft ausbüchsen und das finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Und das machen wir jetzt einfach mal. Also, jumpen wir jetzt einfach mal los. Hier, kriegst du, ey, guck mal, Essen für dich. Ah, Essen. Also holen wir uns jetzt einfach mal ein paar Honigslimes von hinten. Dum, dum, da, dum. Hui. Aber ich möchte jetzt erstmal gerne nur die einzelnen halten. Weil diese Mischmasch, die machen einen ganz schön viel Arbeit, beziehungsweise die können so schnell entkommen. Das finde ich ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Aber es hindert natürlich auch daran, dass man so eine Massen-Slime-Haltung macht, ne? Die zum Beispiel essen nur Meat. Ich muss mal gucken, was die Honig-Slimes eigentlich essen. Mal schauen. Hui! Ich habe jetzt übrigens auch einmal nur bis zum Tag geschlafen, dementsprechend ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe drei von den Paddel-Slimes, also drei von dem Plort, habe ich verkauft. Dementsprechend ist mein Geldstand gerade ein bisschen anders. Nicht, dass ihr euch wundert, was da passiert ist. So, jetzt jumpen wir hier durch. Ja, wir haben jetzt ja ein Jetpack. Schon wieder ganz vergessen. Hui! So, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Tabby-Kaka mit. So, theoretisch müsste es hier ja Honig-Slimes geben. Natürlich gibt es hier Honey-Slimes. Oh, du blödes Honig-Slimes. Nein! Oh, Gott sei Dank. Konnte es noch verhindern. Ich weiß ja gar nicht, was sie da gerade gefressen haben. Ah ja, fress sie wieder auf, los. Ist mir egal, um ehrlich zu sein. Los, lauf! Ich will nicht sterben. Ah, guck mal, hier ein Honig-Slime. Das passt doch. Komm her zu mir. Du nicht. Okay. Aber was ist die denn eigentlich? Das habe ich gerade nach Fruits. Okay. Oh Gott. Es hängt gerade, weil ich was Neues aufgesammelt habe wahrscheinlich. Okay. Mint Mango ist der Fruit. Das heißt, wir sorgen einfach mal dafür, dass die kleinen Honig-Slimes hier ein paar Mint-Mangos bekommen bei uns. Also bauen wir zu Hause am besten gleich ein paar Mint-Mangos an. Das scheinen die ja zu mögen. Ach, guck mal, hier noch ein Slimechen, noch ein Slimechen. Wir haben ja einen ganz großen Käfig. Ein Paddel! Ist da noch ein Paddel gerade gewesen? War da gerade noch ein Paddel? Nein, von der anderen Seite. Nein, das war nur Paddelkacker. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo ein Paddel finden. Paddel? Scheint aber tatsächlich nicht der Fall zu sein. Wir nehmen hier mal die Mintmangos noch mit. Ich glaube, das war tatsächlich das Leibgericht von den Honig-Slimes. Weil jeder Slime hat ein eigenes Leibgericht dazu. Oh mein Gott. Ja. Weg mit dir. Tschüss. So. Ich habe euch gerettet. Und was ist dein Dank? Alter. Ganz schön abgehoben. Zack. Okay. Was ist das hier? Ist das auch Fruit? Ich weiß es gerade gar nicht. Pogo-Fruit ist auch Fruit, ja. Okay. Dann machen wir hier einfach mal ein zweites Feld. Und da tun wir dann die Mint-Mangos rein. Genau. Und jetzt kommt das Schwierigste. Wir müssen nämlich jetzt die explosiven Teile alle erstmal raus haben. Achso, kann ich gar nicht aufsammeln. Entschuldigung. So. Du gehst einmal hier rein. So. Jetzt ist natürlich die Frage, dass... Wir müssen die jetzt alle einzeln sozusagen wegbringen. Dann. Tschüss! Hui! Wir können ja nicht mehr aufsaugen. So.
Also ihr habt mir gute Dienste geleistet, aber ihr seid mir einfach zu stressig. Also tschüss. Nein! Oh nein! 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 Fuck, 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 fuck! Fuck. Meine Honigslimes! Übrigens, Leute, das passiert, wenn man irgendwie ins Wasser fällt. Das habe ich jetzt natürlich absichtlich gemacht, um es euch einmal zu demonstrieren. Fuck! Meine schönen Honigslimes! Mist! Ich muss nochmal welche holen. Das kann aber auch nur ich, ne? Oh, Mann. Ja, ist gut. Tschüss. Hui, es explodiert. So, dann wieder dich hier nehmen. Also es ist auch gerade eine sehr spannende Aufgabe, finde ich. Zuck. Na, explodierst du auch? Nee. Okay. Genau, los, mal Pupu und dann gehst du weg. Oder waren das einfach zu viele in dem Käfig, deswegen sind die ständig explodiert? Oh nein! Ich hatte den, der explodiert gerade. Das ist tatsächlich gerade in der Hand. Alter, was habe ich denn für ein Timing? Aber wir sehen gerade, dass es nicht an zu vielen liegt. Wir machen ja gerade immer wieder weg. Zack! Jetzt bist du dran. Ja, ja, meine kleinen Freunde. Ich kann euch ja leider nicht einsaugen. Sonst wird das ja alles wesentlich schneller gehen. Tschüss. Komm, bald haben wir es geschafft. Was ist mit dir los? Was hast du denn vor? Schläfst du gerade? Tschüss. Hab jetzt gerade einen Slime im Sch... Ah. Jetzt wollte er explodieren. Na, guck mal hier. Dam, dam, dam. Dam, da, dam, 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 da, dam, dam. Oh Mann. So, jetzt bist du natürlich noch. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Zack. So, so sprinten sich mal kurz auffüllen. Hui. Zack. So. So. Und du jetzt auch noch. Ich glaube, einen von euch zu halten wird tatsächlich unproblematisch, aber dafür brauche ich keinen ganzen Stall. Ja. Okay. Wie man sieht, wir haben nichts mehr zu essen drin. Oha. Die haben uns sogar noch gut Pupu gegeben. Können wir eben noch verkaufen. Und dann holen wir uns nämlich die Honigschleims. Aber wir können ja nur bis 30 tragen, ne? Oha. Dam, dam, dam. So, jetzt verkaufen wir es mal eben schnell. Dam, dam, dam. Es war mir halt zu riskant. Ja, man sollte sich halt am besten dann jetzt trotzdem zwei Sorten halten. Also brauche ich zwei Käfige. Weil sonst ist die eine Sorte sehr schnell wenig wert, ne? So, ihr habt hier auch nochmal... Wow, Alter. Was habt ihr denn hier gemacht? Alter Schwede. 19 Stück. Unbedingt mehr von euch. Seht gut. Alle. So, jetzt natürlich noch das ganze Paddleplot verkaufen. So. Jetzt haben wir ein bisschen Paddelpupu verkauft. Oh. Sicher auch noch. Mein Gott. Zack. Oha. Okay, das Feld ist tatsächlich wieder
Fertig. Ich glaube, das kommt jetzt daher, dass ich ja den einen Tag habe ich ja überschlafen, weil ich ja gestorben bin. Oha, Alter. Übertreib mal. Okay, hier kommen... Weiß es noch nicht. Da sind noch Karotten drin. So. Also erstmal nehme ich hier die Minzmangos gleich mit. Die kann ich ja schon mal aufsammeln, damit die nicht irgendwie verkommen. Danke. Okay. Okay, ich tue jetzt auf jeden Fall in einen Teil hier die ganzen Pogo Fruits. Zack, 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 zack. Ich wusste erst gar nicht, dass man einfach die Taste gedrückt halten kann. Und das immer wieder einzeln gedrückt. Total bescheuert eigentlich. Aber wenn man so es nicht weiß, dann macht man das. Okay. Ich habe zum Beispiel bei manchen YouTubern gesehen, die machen sich gar keine Fütterungsmaschine, sondern schießen das einfach immer so rein. Ja, weil wie ihr seht, Fütterungsmaschinen sind sehr praktisch, wenn keine Dinger da sind. Die schießen nämlich immer raus. Aber die tue ich jetzt noch hier rein. Das ist ja einfach ein kleines Verstau, eine kleine Verstaumethode, ne? So, und hier machen wir jetzt einmal Happy Slimes, genau, einen Korall. Da brauchen wir natürlich hohe Wände. Wir brauchen ein Netz. Wir brauchen einen Kollektor auf jeden Fall, um da nicht rein zu müssen. Und ich bin jemand, ich möchte auch gerne einen Autofeeder haben. Die Musikbox, da sehe ich eigentlich noch gar keinen Sinn drin jetzt gerade. Achso, und natürlich hier die Minzmangos rein. Genau, weil dann kommt der eine, kommt die jetzt die Honigschleims, kommt jetzt da rein. Hier habt ihr gar nichts. Beim anderen brauche ich auch noch was, das Früchte mag. Soll ich. Nee, die Pinken sind eigentlich so nutzlos. Die bringen so wenig. Aber die sollten wir uns später trotzdem auch halten. Aber jetzt noch nicht. Die Katzen, die essen Fleisch. Die explosiven Teile möchte ich ungern halten. Euch hier könnte ich halten, oder? Nee, du bist Veggie. Ich glaube, das ist dann nicht die, ne? Also hinten haben wir Honigslimes. Okay, ich war gerade leicht fast gebackt. Was haben wir sonst noch? Die Fliegeviecher. Ja, aber die büchsen so leicht aus. Ich glaube jedenfalls, dass sie nicht die Pogo-Fruits essen, oder? Glaube ich. Das testen wir mal. Wenn ich eine Pogo-Fruit finde. Was gerade nicht der Fall ist. Okay, dann testen wir es erstmal nicht. Aber wir könnten mal eben kurz die Hühner einsammeln. Kein Kätzchen, isst nur Fleisch, oder? Ja. Könnten wir eben die großen Hühnchen hier sammeln. Chikadu, du darfst noch wachsen. Aua, lass mich. So, dich nehme ich mal kurz einmal mit. Dann kann ich nämlich nachher was mit dir testen. Hä? Ist hier gar kein großes Hühnchen mehr? Tatsächlich nicht. Wir holen uns mal kurz die ganzen großen Hühner und füttern dann den Tabby-Slime, den großen. Das haben wir noch gar nicht zu Ende gemacht. Dam, 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 dam. Hier. Hühnchen, Hühnchen. Hühnchen. Hey. Das ist das Hühnchen. Komm her, ich will dich an das große Tabby verfüttern. Keine Sorge, ich rette dich vor diesen hier, damit du dann gleich vor dem großen Tabby gefressen wirst. Ich bin doch ganz lieb. Ich rette dich. Ah, wo ist jetzt schon wieder was? Da oben. So, weg mit dir. Ach, da hinten sind noch mehr. Das ist euer Ernst? Nicht du! Ich wollte dich gerade retten, du scheiß Vieh. Und jetzt verwandelt ihr euch selber auch nochmal in sowas. Ist das euer Ernst? So. Der scheißt gleich noch einen nächsten. Der hat nämlich gerade eben gefressen. Alter, jetzt hör auf, meine Slimes hier zu fressen, okay? Seid jetzt alle weg? Ich glaube tatsächlich, ja. Einmal die Musik, dankeschön. Okay, und zwar habe ich ja... Okay, hier mal eben die schlechten wegmachen. Okay, wir haben ja hier den hier. Frisst du
Pogefools. Hallo. Ich hab dich gefragt. Ja, jetzt frisst du Pogefools, weil du lila bist. Mach doch nicht mich hier zum Affen, okay? Habe ich ja nirgendwo mehr einen blauen? Doch, da hinten, oder? Ja. Hier. Frisst du das? Nein. Du frisst aber die Karotten, oder? Ja. Okay, das heißt, damit hätten wir einen Ableger für unsere Karotten gefunden. Aber wir... Okay, erstmal füttern wir jetzt das Hühnchen hinten. Das Hühnchen sei schon hinten. Und wir hören uns noch die Honig-Slimes. Wie das alles weitergeht, seht ihr einfach in der nächsten Folge von Slime Rancher. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Ich versuche nochmal eben... Moment. Mir eben zu einer richtigen Position zu bringen. So. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.